Peter hat es schon gesagt, Rafael Laguna, ein langjähriger Weggefährte im Open-Source-Umfeld, Gründer der Open Exchange und mittlerweile in der Agentur für Sprunginnovation. Und er wird uns jetzt einiges dazu sagen, was die Agentur macht, wie Innovationen gefördert werden können und wie das ganze Thema überhaupt platziert ist. Ich freue mich da schon sehr drauf, weil wir doch, Peter hat es schon gesagt, 2020 einen ganz, ganz großen Schritt nach vorn gemacht haben mit dem ganzen Open-Themen, egal ob jetzt Open Source, Open APIs, Open Standards oder mal ganz von oben betrachtet Open Minds. Ich bedanke mich und freue mich auf den Vortrag von Rafael. Wir werden ganz kurz als erstes alle muten und alle Videostreams ausschalten, damit Sie sich komplett auf Rafael Laguna de la Vera konzentrieren können. So, ich hoffe, ihr habt mich nicht ausgeschaltet und ich bin noch unmuted. Okay, jetzt bin ich wieder unmuted. Also danke Rico, danke Peter für die freundlichen einleitenden Worte. Es freut mich natürlich ganz besonders, dass ich heute hier sein darf. Das ist ja so eine Art Heimspiel. Peter hat es schon gesagt, wir sind schon seit vielen, vielen Jahren gemeinsame Streiter in Sachen Open Source und dass jetzt nun eine Zeit anbricht, wo wir glauben, dass es auch in den überall angekommen ist, dass vielleicht Open Source der europäische Weg in die digitale Souveränität ist und in die europäische Digitalisierung, scheint so ein klein wenig in dieser Konferenz mitzuschwingen. Lass mich ganz kurz darüber erzählen, was eigentlich die Agentur für Sprunginnovation ist. Herr Rico hat es schon gesagt, ich bin letztes Jahr von der Bundesregierung beauftragt worden, eben diese Agentur zu gründen. Also ich gründe mal wieder was. Ich bin etwas schweren Herzens dann Anfang des Jahres, Mitte des Jahres aus der Open Exchange ausgeschieden, deren Geschäftsführer ich ja auch noch war, konnte aber an den Andreas Gauger übergeben, der witzigerweise unser erster Großkunde aus dem Service-Provider-Umfeld war im Jahr 2006, als er noch der CEO der 1&1 war. Also das hat letztlich auch sehr gut geklappt. Da bin ich auch sehr froh, dass das in solche kompetenten Hände übergeben werden konnte und konzentriere mich jetzt seit 1.6. fulltime darauf, diese Agentur aufzubauen. Das Wort ist ja schon mal für sich interessant. Was ist denn eigentlich eine Sprunginnovation, werde ich häufig gefragt. Das deutsche Sprache ist irgendwie cool. Ne? Man kann einfach so lange Substantive zusammenbauen, bis es sich selber erklärt. Und Sprung und Innovation heißt also große Innovationen, die weltverändernd sind. Weltverändernde Innovationen erleben wir eigentlich ständig. Open Source ist sicherlich eine und wir haben, glaube ich, erst richtig angefangen, das Innovationspotenzial von Open Source überhaupt zu sehen. Aber keins der Produkte, das wir nutzen, heute wäre ohne Open Source das, was es ist. Also selbst das proprietärste iPhone nicht, was zu 90% aus Open Source besteht. Ein iPhone oder das Smartphone in seiner Kreuzung mit dem mobilen Internet ist eine Sprunginnovation. Es ist häufig so, dass eine einzelne Innovation nicht reicht. Also Smartphones hatten wir auch vor dem iPhone schon. Aber das iPhone kam zu einer Zeit, als das mobile Internet so einigermaßen ging. Also GPS, Edge, also heute sagen wir, oh Gott, wie furchtbar. Aber damals kam einem das schnell vor. Die Websites waren auch etwas sparsamer, Bildschirme waren kleiner. Und was eben Jobs erkannt hatte damals war, dass man jetzt mal die Tastatur weglässt, dass man möglichst viel Platz für den Bildschirm hat, weil man eben Internetinhalte sehen will und Fotos schießen will und telefonieren eigentlich eher eine Nebenbeschäftigung ist. Das war sprunginnovativ, was da passiert ist. Und heute haben wir 4 Milliarden Smartphones draußen, also quasi die treibende Kraft der Digitalisierung sind nicht die PCs, ne, wo wir immer gesagt haben, man kommt Linux auf den Desktop und so weiter. Mit Android ist Linux quasi auf den wirklich weit verbreiteten Desktops am weitesten verbreitet, über einen ganz anderen Weg, als wir das vorher gesehen haben. Leider kamen aus Deutschland und Europa in den letzten 75 Jahren zwar viele Innovationen, aber wirkliche Sprunginnovationen, deren volkswirtschaftlichen Nutzen wir hier dann auch behalten haben, haben wir nicht mehr gemacht. Wir leben eigentlich noch von den Sprunginnovationen von vor 100, 120 Jahren. Auto und all die ganze Chemieindustrie, Pharmaindustrie, die damals erfunden wurde von Wissenschaftlern, die, und es waren meistens Männer, wenige Frauen mit dabei, Wissenschaftlern, die damals daraus dann auch Industrien geschaffen haben, von denen wir heute noch leben. Wir haben dann einen idiotischen Krieg angefangen, haben alles kaputtgeschlagen, haben die ganzen Genies aus Deutschland vertrieben und mussten dann uns erstmal wieder aufbauen und inkrementell verbessern. Das haben wir ganz hervorragend gemacht. Uns geht es ja prima. Gerade zu Corona-Zeiten sieht man, dass man wahrscheinlich nicht unbedingt in irgendeinem anderen Land sein möchte. Aber wir sollten uns da bloß nicht drauf ausruhen, denn wir müssen sehen, dass wir wieder Anschluss finden, Sprunginnovationen hier zu machen und auch hier zu halten.
Und ich komme gleich drauf, was das eigentlich mit Open Source zu tun hat. Diese Erkenntnis hatte die Bundesregierung auch 2016. Und dann dauert so ein Prozess ja immer ein ganz klein wenig, bis man sich durchringen kann, so etwas zu gründen. Und wenn man nicht weiß, was man eigentlich gründen will, macht man eine Gründungskommission. Das war Anfang 2019. Aus der kam dann raus, wie die Agentur aussehen soll. An der durfte ich mitwirken, an dieser Gründungskommission, und bin mit dem Job rausgegangen, das jetzt auch wirklich aufzubauen. Wir haben ein paar Daten. Wir haben circa 400 Projektvorschläge bekommen, Stand heute. Und ja, SCS war einer davon, den wir natürlich etwas aktiver betreut haben, weil er ja aus dem Open-Source-Netzwerk kam. Von diesen diese 400 haben wir gesichtet. Davon ist ungefähr die Hälfte abgelehnt worden. Aber so 40 sind ungefähr noch in einer genaueren Betrachtung. Davon haben wir auch schon 12 oder 13 mit Finanzmitteln ausgestattet, um quasi die Weiterentwicklung, die Validierung dieses Sprunginnovationsprojektes voranzutreiben, so auch geschehen mit SCS. Wir werden im nächsten Jahr sicherlich irgendwas in der Größenordnung von 5 bis 10 dieser Projekte mit großen Schecks weiter fördern. Wir fördern nicht nur mit Geld, sondern wir inkubieren diese Projekte richtig, versuchen Leute zusammenzubringen. Ich habe es ja eben gesagt, eine Sprunginnovation ist häufig eine Aneinanderkettung von Einzelinnovationen. Dazu muss man die Innovatorinnen und Innovatoren finden und zusammenbringen. Letztlich, und das ist unser tiefer Glaube, kommen Innovationen aus Leuten. Menschen erfinden Dinge. So, diese Menschen, die für ihre Sache brennen, die von morgens bis abends ihr Thema atmen und nachts davon träumen, wenn es dann noch ein interessantes Thema ist und die das nur lang genug machen, werden diese Menschen zu den Menschen, die wir suchen. Wir nennen die High Potentials oder kurz Hypos, die quasi ihr Thema geatmet haben. Also so wie viele von euch hier im Publikum, die sich ihr Leben meinetwegen mit IT-Technologie, Open Source auseinandergesetzt haben und das auch wirklich spannend finden und in der Freizeit noch irgendeinen Raspberry Pi zusammenlöten oder whatever, obwohl das ja eigentlich schon der Job ist. Das sind die richtigen Leute, die dann von dem Thema richtig Ahnung haben. Wenn dann visionäre Ideen entstehen bei diesen Hypos, wir diese mit anderen Hypos zusammenbringen in Themen, die das Ganze ergänzen und zu einer Sprunginnovation machen können, um dann mit finanziellen Mitteln und einem Rahmen auszustatten, dass auch Zeit dazu da ist, diese Innovation zu entwickeln, bis zu einem Punkt, wo sie dann privat finanzierbar ist und quasi das Boot den Hafen verlässt. Das ist unsere Aufgabe, das ist das, was wir machen. Wir sind jetzt ein Team von 25 Leuten. Wir suchen eigentlich ständig Leute, wir suchen ständig Projekte. Wir haben eine recht zugängliche Website bei der sprint.org, S-P-R-I-N-D, Sprung, Innovation Deutschland, muss man sich merken, dann schreibt man es auch richtig, sprint.org, auf der ihr alles findet, auch die Projekte, die wir schon anfinanziert haben und unter anderem auch tolle Fotos von Kurt und Peter. Müsst ihr euch angucken. So, die Frage ist jetzt, und ich komme mal auf das Thema hier, wie spielt da digitale Souveränität eigentlich rein? Was hat das mit der Agentur für Sprunginnovationen zu tun? Und die Antwort ist, glaube ich, recht einfach. Die Digitalisierung durchdringt alle Branchen. Da bleibt keiner von verschont. Und wir haben ein paar Branchen gesehen, die früh digitalisiert worden sind. Der ganze Journalismus als ein Beispiel, Musikindustrie als ein anderes Beispiel. Aber auch die Reiseindustrie, Hotelindustrie und viele andere auch. Daran kann man die disruptive Kraft von solchen Digitalisierungsprozessen erkennen. Und eigentlich macht die Digitalisierung fast alles, was sie anpackt, zu einer Sprunginnovation, weil danach ist die Welt nicht mehr so wie vorher. Danach sind bestehende Branchen weg vom Fenster oder bestehende Firmen sind weg vom Fenster, neue entstehen. Und wenn man sich mal anschaut, welche Werte in Firmen von Firmenwerten geschaffen worden sind in den letzten 20 Jahren, so waren es eigentlich immer Unternehmen, die die Digitalisierung vorangetrieben haben, mit wenigen Ausnahmen, die gibt es auch noch. Aber wenn man sich anschaut, welche Werte damit erzielt worden sind, wir haben zum ersten Mal die Schallmauer von 1.000 Milliarden als Bewertung durchbrochen und eine Apple ist jetzt schon bei 2.000 Milliarden, also 2 Billionen Dollar Bewertung, kann man sehen, wo die Wertschöpfung eigentlich stattfindet und vor allen Dingen, wo sie sich hin verlagert. Wir in Europa, in Deutschland, sind nicht die Treiber der Digitalisierung. Irgendwie, obwohl wir hervorragende Wissenschaft, Forschung haben, obwohl wir hervorragende auch IT-Unternehmen haben, kommen die wirklich Großen, vielleicht mit einer Ausnahme, SAP, nicht von hier, sondern hauptsächlich aus den USA und dann im Grunde genommen mit so einer Art Spiegel nochmal in China, weil dort ein abgeschotteter Markt ist und man die Amerikaner rausgehalten hat. Das haben wir in Europa nicht getan. Deswegen sind bei uns eben die amerikanischen Unternehmen in sehr vielen Feldern dominant. Das wird einem natürlich in Corona deutlich. Deswegen ist, glaube ich, auch die Politik jetzt letztlich aufgewacht, weil wir schauen jetzt alle auf eine Glasscheibe und hinter der Glasscheibe nutzen wir hauptsächlich heute, Gott sei Dank nicht, Werkzeuge von US-amerikanischen Unternehmen, die auch gleich schon noch unsere ganzen Datenströme mit einsammeln. Und es wird auch klar, wie wichtig die Datenökonomie für diese Digitalisierung aller möglichen Branchen wird.
Nur, das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir jetzt nicht irgendwie anfangen, auch eine Rolle in der Digitalisierung zu spielen, dann sieht es auch mit unseren Kernindustrien nicht rosig aus. Denn dann wird letztlich das, was in anderen Branchen, was ich eben skizziert habe, passiert ist, auch in unseren Kernbranchen passieren. Automobil, diskrete Fertigung, Chemieindustrie, Pharmaindustrie, die werden alle digitalisiert und werden völlig neue Wertschöpfungsmodelle entwickeln. Wenn diese Wertschöpfungsmodelle von Plattformen kontrolliert werden, die außerhalb Europas liegen, dann sehe ich ziemlich mau für unsere Zukunft. Ich sagte gerne, beschreibe das gerne so, dann werden wir so eine Art Disneyland für das industrielle Zeitalter. Und wir müssen dann von den Eintrittsgeldern leben, die die Chinesen bezahlen, um ihren Kindern zu zeigen, wo das alles anfing. So, das heißt, wenn wir es nicht packen, haben wir ein Problem. Oder positiv formuliert, wenn wir es packen, können wir noch eine besondere Rolle spielen. Wie sieht denn der europäische Weg der Digitalisierung aus? Denn es geht ja nicht nur darum, den wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen, sondern es geht ja auch darum, überhaupt unsere Souveränität als Land zu erzeugen oder als Region Europa zu erzeugen oder wiederzugewinnen. Denn das, was für die Wirtschaft gilt, gilt ja für die politischen Prozesse und die Demokratie genauso. Digitalisierung transportiert ja auch Wertesysteme. Wir haben uns in Europa mit der Aufklärung und Wertesystemen geschaffen. Wir haben die Wissenschaft erfunden, um einen Prozess, einen transparenten Prozess zu erzeugen, der Wahrheit von Unwahrheit unterscheidet. Wir haben im Grunde genommen die Deutungshoheit von Wahrheit und Unwahrheit aus den Händen der Kirche und der Regenten genommen und haben gesagt, wir bauen einen Prozess, den nennen wir Wissenschaft, der Thesen aufstellt, der alles veröffentlicht, was er an Mitteln und Werkzeugen verwendet, die Ergebnisse publiziert und für jeden nachvollziehbar macht. Es hat eine hohe Transparenz geschaffen, was ein hohes Vertrauen in die Ergebnisse erzeugt und hat letztlich den Grundstein für die Demokratie gelegt, weil man jetzt keine Deutungshoheit mehr an irgendwelche Personen hatte, sondern in einem Prozess, der hochtransparent war. Wenn wir das übersetzen auf die Digitalisierung, wir haben einen hochintransparenten Prozess der Digitalisierung. Die Daten, die entstehen in den neuen Geschäftsmodellen, sind nur für die Bereitsteller der Plattformen sichtbar. Das heißt, was hier in unseren Smartphones vor sich geht und welche Daten dort gesammelt werden. Das diskutieren wir mal, wenn wir eine Corona-Warn-App bauen wollen. Wie schrecklich das doch ist, dass jetzt alle Bewegungsdaten getrackt werden, aber vergessen dabei, dass das schon lange der Fall ist. Obwohl wir es ja dann am Ende geschafft haben, die Corona-Warn-App Open Source zu machen und die Datenspeicherung dezentral zu machen, haben wir das eigentliche Kernproblem natürlich nicht gelöst, nämlich dass die Bereitsteller der Plattformen, Apple und Google, eben jeden Schritt, den wir tun, immer noch sehen. Das heißt, völlige Intransparenz und damit auch Unwissen und damit auch Verlust der Souveränität, weil ich kann nicht bestimmen, welche Daten von mir wohin fließen und zu welchem Nutzen geführt werden können und welche besonders nicht. So, das heißt also wirtschaftliche Notwendigkeit, Notwendigkeit in der Souveränität des Staates, aber auch Notwendigkeit in dem Erhalten der Werte unserer Gesellschaft. So tief geht dieses ganze Thema. Denn die Digitalisierungswerkzeuge transportieren die Kultur. Wenn die Kultur eine amerikanische ist oder eine chinesische, ist es erstmal im Kern nicht unsere. Und das erleben wir darin, wie manche dieser Produkte sind und wie sie mit unseren Daten, mit unserem Selbstbestimmungsrecht umgehen. Deswegen habe ich in der Agentur ein ganzes Programm aufgesetzt. Ich nenne das, surprise, europäische digitale Souveränität. Es ist eine ganze Pyramide von Themen. Und ja, es geht los in der Hardware, denn Open-Source-Software oben ist immer noch nicht ganz transparent, wenn wir nicht wissen, was unten die Hardware tut. Und das ist leider Stand heute natürlich massiv der Fall. Zweitens, die europäische digitale Souveränitätsstrategie beinhaltet natürlich, dass wir diese Werte, die wir in Europa haben, auch in die Digitalisierungsstrategie bauen und vor allen Dingen auch zu einem Markenwert dieser Digitalisierungsstrategie machen. Ich glaube, dass wir einen echten Wettbewerbsvorteil darin haben, dass wir diese Werte in unsere Produkte bauen. Denn die europäisch-humanistischen Werte, die ich eben erwähnt habe, die finden wir nicht nur in Europa gut, sondern die finden eigentlich so ziemlich viele Menschen auch in den USA, Südamerika, in Afrika, in China, in ganz Asien gut. Das heißt, wenn wir Produkte bauen, wo diese Werte drin sind, wo wir sagen, wir nehmen Rücksicht auf das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen, wir nehmen Rücksicht darauf, dass ihr eine hohe Transparenz habt, was hier läuft, das ist meines Erachtens ein echter Markenwert in den Produkten, die wir auf dieser Basis bauen können. Ich glaube auch, dass diese Offenheit, das haben wir in der Wissenschaft gesehen, echt anziehend ist für Talente, für Hypos und alle möglichen Leute, die sich für die Technologien interessieren und darin arbeiten wollen. Ich glaube, es macht einfach mehr Spaß, wenn man seine Entwicklungen im Offenen machen kann, wenn man sie mit Kolleginnen und Kollegen teilen kann und in diesem Diskurs bessere Produkte entwickelt. Und ich glaube auch, dass unsere humanistisch-europäischen Werte anziehend sind für Leute aus dem Ausland, die hinkommen und sagen, also bei euch fühlen wir uns einigermaßen willkommen und gut aufgehoben.
weil es in eurem Wertesystem zutiefst verankert ist. Da hat sich ja die Welt sehr stark verändert in den letzten Jahren und ich glaube, das spielt uns auch sehr gut in die Karten, wenn wir unsere Werte auch weiter hochhalten. Es ist auch ein Produktfeature. Also wir bauen Produkte, die diese Transparenz in sich drin haben. Und diese Transparenz kann man natürlich nutzen, um eine ganz andere Art von Produkt zu bauen. Vielleicht eine ganz andere Art von Social Media zu bauen, die nicht so giftig sind wie die aktuellen Angebote, die wir haben, sondern die in ihre Produkte reinbauen, dass der Diskurs wirklich fair erfolgt und nicht auf den schlechtesten Eigenschaften der Menschen basiert, weil sie eben unsere Eyeballs festhalten müssen, weil wir möglichst viel Zeit auf den Plattformen verbringen müssen, weil die Monetarisierung durch Einsammeln der Daten und Verwertung über Digital Advertisement und noch viel schlimmere Dinge erfolgt. Hier kann man Geschäftsmodelle entwickeln, die wesentlich gesünder sind. Also glaube ich, dass in diesem europäischen Weg der Digitalisierung eine Menge sprunginnovative Produkte, Angebote, Prozesse, Plattformen schlummern, die wir umsetzen müssen. Und ich bin davon überzeugt, dass so etwas wie der Sovereign Cloud Stack, den uns der Kurt gleich vorstellt, einer solchen Erfolgsstory sein wird. Ich habe es eben schon gesagt, die digitale Souveränität muss sowohl in der Hardware als auch in der Software stattfinden. Wir müssen natürlich realistisch sehen, wo können wir die schnellsten Erfolge erzielen und was dauert relativ lange. Also zum Beispiel sowas wie eine komplette End-to-End-Open-Source-CPU, die es mit einem Apple M1 aufnehmen kann, die sehe ich mindestens 10 Jahre in der Zukunft, denn so lange dauert das. Aber vielleicht gibt es Abkürzungen und disruptive Wege, dass wir gar nicht versuchen, in den Digitalarchitekturen, also in den von Neumann-Maschinen, nenne ich das mal, aufzuholen, sondern dass wir ganz neue Prozessorarchitekturen oder alte neue Prozessorarchitekturen wieder aufgreifen. Wir wissen, dass Moore's Law am Ende ist, auch wenn Apple gerade wieder eindrucksvoll bewiesen hat, dass man da noch einiges reißen kann mit einem 5-Nanometer-Prozess, 16 Milliarden Transistoren. Der erste ARM-Computer, damals war es noch der Acorn, wo Apple sogar mitgearbeitet hat, hatte 20.000 Transistoren Mitte der 80er Jahre. 20.000, 16 Milliarden, da ist ganz schön was passiert. Aber wir wissen, dass bald Schluss ist. 3 Nanometer geht vielleicht geht noch 2, aber irgendwann ist da Ende. Zum einen. Und zum anderen wissen wir auch, dass die von Neumann-Architektur in vielerlei Hinsicht gar nicht so toll ist. Sicherheit, Critical Infrastructure und so. Also sollten wir vielleicht mal auf andere Architekturen gucken. Wir schauen gerne auf Quantencomputer, da wird viel drüber geredet. Ob die je funktionieren, wissen wir noch nicht. Aber es gibt ja sowas wie Analogcomputer. Das heißt, warum nicht einfach mal die Natur ans Rechnen tun? Na, wenn man, weiß ich, Strömungen berechnen will, kann man Wasser auch durch ein Rohr fließen lassen. Dann weiß man, wie es geht. Nun ist Wasser nicht so universell nutzbar. Aber eins der Projekte der Sprint ist es, die alten Analogcomputer aus den 70ern, ne, die diese riesigen Schränke waren, runter auf den Chip zu kondensieren, weil sie in vielen Aufgaben wesentlich energieeffizienter und auch wesentlich schneller sind. Und hier reden wir über mehrere Größenordnungen, die wir da erreichen. Und Energieverbrauch wird ja ein kritischer Faktor, insbesondere in Machine Learning-Anwendungen und ähnlichen Themen. Selbstfahrende Fahrzeuge, wenn wir jetzt auf Elektroautos umstellen, aber da drin wir 5 NVIDIA-Grafikkarten brauchen, die insgesamt 10 kW verbraten, dann können wir nicht mehr besonders weit fahren. Das heißt, wenn wir das wirklich richtig machen wollen, müssen wir es auch energieeffizient machen. Das heißt, wir können durch Innovation vielleicht springen und dann auch diese Rückstände, die wir haben, in manchen Architekturen aufholen. Und oder belanglos machen. Wir versuchen es vielleicht gar nicht aufzuholen, sondern wir haben andere Technologien, die so viel besser sind in bestimmten Anwendungsgebieten, dass wir nicht aufholen müssen. Und wenn wir diese Technologie machen, müssen wir auch dafür sorgen, dass wir sie hier halten. Und mein Traum ist es, dass wir dann eben eine Art Analog Hill im Gegensatz zum Silicon Valley hier bauen, der vielleicht diese anderen Prozessorarchitekturen trägt. Aber das geht auch in die Speicher rein, das geht in die Netzwerke rein. Also entweder müssen wir selber Speicherchips und Netzwerke bauen oder wir müssen ordentliche Software-Defined Networks oder Storage bauen, dass man vielleicht gar keine Spezialhardware mehr braucht. Das geht in die Mobilfunknetze rein. Wir reden jetzt sehr viel über 5G, 5G-Antenne, Base Station. Auch hier sollten wir sehen, dass wir souveräne, offene Technologie haben, dass wir dieses Netz auch wieder ähnlich wie das Internet an sich, das was ja da unten immer noch komplett offen, föderiert und genehmigungsfrei für die Grundlage des Erfolgs dieser ganzen Digitalisierungswelle gesorgt hat, dass wir diese Prinzipien des offenen, föderierten und genehmigungsfreien auch in unsere drahtlosen Netzwerke bringen, dass wir dort einen Innovationsschub auslösen, so wie es der Internet ja in den, ich nenne es mal, verdrahteten Netzwerken gemacht hat. Also hier ist viel zu tun. Dieses offen, föderiert und genehmigungsfrei ist irgendwie zum Mantra geworden. Peter und ich, wir sind ja quasi austauschbar, wenn es darum geht, über warum Open Source und warum Open Source und digitale Souveränität. Wir schreiben schon mal gemeinsam Artikel. Ich habe euch mal einen Link in die geteilten Notizen gestellt vom letzten Artikel, den wir geschrieben haben. Im Grunde genommen ist das Mantra, was wir dort immer wiederholen,
Lasst uns darauf achten, dass Systeme, die wir bauen, offen, föderiert und genehmigungsfrei sind. Dann gibt es nämlich keine Plattformkontrolle, da gibt es keinen Gatekeeper oder kein Zollbütchen, was uns Geld abnimmt, wenn man in irgendein Netzwerk eintreten will. Man kann jederzeit auch das Netzwerk wegforken, sozusagen, wenn einem Betreiber nicht gefällt, dann wird man halt selber Betreiber oder geht zu einem anderen Betreiber. Also hier haben wir Prinzipien, glaube ich, gelernt, die es ermöglichen, partizipatorische Netzwerke zu schaffen, die diesen Netzwerkeffekt der Digitalisierung nicht nur einem, dem Monopolisten sozusagen, zugutekommen lassen, sondern allen Teilnehmern. Übrigens, mit diesen Prinzipien, glaube ich, können wir auch nur die freie Marktwirtschaft wiederherstellen im Digitalen. Wir haben im Augenblick Monopole, ein paar. Das ist keine freie Marktwirtschaft. Das ist auch keine Demokratie mehr. Das haben wir ja jetzt mal wieder wunderbar vorgeführt gekriegt in den amerikanischen Wahlen, wo die Zensur, und ich vielerlei Hinsicht fand ich sehr gut, ne? Aber wo die Zensur bei Twitter und Facebook stattfindet. Facebook hat es nicht so doll gemacht, Twitter hat es vielleicht ganz gut gemacht, aber dass es überhaupt Privatfirmen machen, ist ja schon ein Ding. Also ich meine, Werte, ne? Souveränität, Gesellschaft, ich habe es eben erwähnt. Wenn wir genehmigungsfreie Systeme bauen, die föderiert sind, die offen sind, die eine hohe Transparenz haben, haben wir wenigstens mal bessere Möglichkeiten, das Problem anzugehen und zu lösen. Hardware-Chip-Design, wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge Sprunginnovationspotenzial, das wir noch ausnutzen können. Das sollten wir tun und darauf sollten wir uns konzentrieren. Als Agentur achte ich darauf, Dinge zu finden, die das machen. Wir haben investiert und sind dabei noch wesentlich stärker zu investieren, in die Analogcomputer auf den Chip zu bringen, in hybride Analog-Digital-Computer. Das sind solche Systems on a Chip mit ein paar ARM-Cores, also ein paar ist gut, mit 100 ARM-Cores, also mit ein paar vielen ARM-Cores. Und aber auch dann sogenannten Spiking-Neuron-Netzwerken, die komplett analog implementiert sind. Wir schauen uns auch Quantencomputer an, da fließt relativ viel oder soll relativ viel Geld hinfließen. Und wir glauben, dass wir in diesen alternativen Prozessorarchitekturen eine Menge Überlappung finden, weil darüber muss man ja dann die Entwicklungsökosysteme bauen und die eigentliche Infrastruktur, Betriebsplattform. So, dann spielen die Projekte, wenn wir jetzt in der Pyramide von der Hardware weiter hochgehen, Entwicklungswerkzeuge. Wir brauchen Entwicklungskollaborationsplattformen. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass die allergrößte Entwicklungskollaborationsplattform mittlerweile Microsoft gehört. Deswegen finde ich es super und der Christian wird es uns ja gleich vorstellen, dass wir sowohl für den öffentlichen Bereich, aber vielleicht auch für den Rest der Welt etwas schaffen, was uns wiederum aus der Abhängigkeit von einem Einzelunternehmen rausnimmt. Die Software dafür ist ja da, es gibt offene, föderierte, genehmigungsfreie Protokolle, die das können. Wir müssen nur Betreiber finden, die eben nicht kontrolliert werden von einzelnen ausländischen Unternehmen oder auch inländischen. Ich glaube, das darf nicht in der Kontrolle überhaupt irgendeiner Firma liegen. Aber wir brauchen Entwicklerwerkzeuge, die diesen nächsten Innovationssprung in der Hardware mitmachen. Denn wahrscheinlich werden wir Software schreiben, die sich für bestimmte Dinge für eine andere Hardware-Architektur entscheidet. Eine Stärke der Cloud ist ja, dass man diese ganze Hardware, diesen ganzen Zoo und Zirkus in ein Rechenzentrum stellen kann. Und wenn ich Software dafür schreibe, kann ich ja sagen, okay, hier bitte den Teil auf dem Analogcomputer. Ne? Oder vielleicht kann das System das sogar selber entscheiden, auf welcher Hardware es am effizientesten und am besten läuft. Findet jetzt ja schon ein bisschen mit diesen speziellen Co-Prozessoren statt. Und wenn wir dann noch weiter hochgehen, Plattform as a Service, kommen wir auch irgendwann oben in den Anwendungslayer an. Natürlich müssen wir voll souveräne Systeme für so Banalitäten wie Office Productivity und Videoconferencing und Voice Messaging haben und Realtime Messaging haben. Ich meine, technologisch gibt es nicht wirklich einen Grund und wir nutzen ja heute hier ein Open Source Tool, was sehr schön zu einem Konferenzsystem verbaut worden ist. So eine Art von Innovation können wir ja machen und vielleicht bauen wir dann auch die Videoconferencing und Realtime Messaging Systeme föderiert und genehmigungsfrei, sodass jeder seinen Lieblingsclient verwenden darf, so wie wir das bei E-Mail ja tun. Ne? Wie ihr wisst, habe ich so ein bisschen was mit E-Mail zu tun gehabt in meinem Leben und habe es immer noch. Ich finde, eine der großen Stärken von E-Mail ist, dass sie einfach immer funktioniert. Ich muss eine E-Mail-Adresse wissen und fertig und nicht, welches Messaging-System mein Gegenüber da verwendet. Diese Prinzipien dann in den Anwendungslayer hoch zu transportieren, ist, glaube ich, eine großartige Chance für uns. So, und dann da oben drüber wird es natürlich richtig interessant, wenn wir industrielle Plattformen denken. Alle Branchen werden digitalisiert, alle Branchen werden neue Wertschöpfungsmodelle schaffen müssen oder sie werden geschaffen und dann werden sie halt disruptiert, wenn sie nicht mit daran teilnehmen. Dort selber diese Plattformen zu treiben, die Industrieplattformen zu treiben, ist eine, wie ich finde, unglaublich spannende Aufgabe, die wir unbedingt angehen müssen. Ich finde, was da bei Gaia X passiert, gestern und heute ist ja auch eine große Gaia-X-Konferenz parallel. Der Sovereign Cloud Stack ist Teil von Gaia-X. Finde ich ganz hervorragend, dass ich da mal im öffentlichen Raum mit unter Steuerung der Industrie, induziert von der Politik, sich mal über diese Datenplattformökonomie Gedanken gemacht wird. Ich glaube,
Das ist noch ein langer Prozess, insbesondere dadurch, dass so viele da mitreden, weil es geht ja um alles, würde ich mal sagen, wird es wahrscheinlich auch nicht ganz unmühselig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir daraus, so wie wir es mit SCS ja tun, noch weitere Projekte schälen können, die auch sehr konkreten Nutzen relativ kurzfristig stiften können. Da sind wir als Sprint immer auf der Lauer und versuchen auch zu vernetzen, was immer dadurch, dass wir sehr sichtbar sind und wir auch, ich sage mal, wir sind kein Privatinvestor, ne? Also mit uns kann man vertrauen, wir nehmen niemandem was weg, ne? Sondern wir wollen dafür sorgen, dass großartige Ideen auch eine Umsetzung finden. Werden wir häufig angesprochen von Leuten, die sagen, ich hätte da eine Idee, aber ich komme nicht durch, ich müsste mal mit XY oder Z reden in der Politik oder in der Wirtschaft oder in der Wissenschaft. Diese Vernetzung können wir vornehmen, um den Zugang zu ermöglichen, um solche Gespräche überhaupt erstmal in die Wege zu leiten und in die Gänge zu bringen. Das heißt also, wenn ihr solche Projekte habt, wo ihr sagt, wenn ich es doch nur jemandem geben könnte oder wenn ich mit XYZ reden könnte oder wenn ich mal 3 Jahre Zeit hätte, mit einem Team von 20 Leuten das zu entwickeln und ich wüsste auch schon, wer das ist und das Ergebnis ist sprunginnovativ, dann kommt bitte auf uns zu. Ihr könnt einfach eine Mail an projects@sprint.org schicken oder euch durch unsere Webseite klicken, da findet ihr das. Es gibt keinen großen Formularprozess. Das kann manchmal ein bisschen dauern, bis wir antworten. Wir sind noch ein sehr kleines Team. Sind jetzt 25 Leute ungefähr, die wir gerade kontinuierlich aufbauen. Und wie gesagt, 400 Projekte haben wir schon gesichtet, aber wir kommen auf jeden Fall auf jeden zurück. Und wenn wir vielleicht als Sprint nicht helfen können, aber trotzdem die Idee cool finden, dann können wir auch vernetzen und so ein bisschen Wegbereiter spielen. Ich würde sagen, ich höre mal hier auf zu reden, Rico. Wenn du dich wieder anschaltest, dann können wir ja mal Richtung Frage und Antwort gehen. Was hältst du davon? Ja, danke, Raphael. Es gibt tatsächlich Fragen und zwar, das hatte ich so gar nicht erwartet, in Richtung Quantencomputer. Ich würde einfach mal die Fragen vorlesen. Ich glaube, die kannst du auch ein Stück weit in einem kompletten Stück beantworten. Ist das Sprint, die Sprunginnovationsagentur grundsätzlich interessiert an einem Gründerteam, was sich mit dem Bau eines Full-Stack-Quantencomputers beschäftigt, um auch konkurrenzfähig zu sein gegenüber USA und China? Wenn ja, wie wäre hierbei der Prozess, um eure Unterstützung zu bekommen? Und dann in dem gleichen Kontext, was spricht überhaupt für einen Quantencomputer aus deiner Sicht? Warum denkst du, ist das mehr als ein Hype? Und wenn der Quantencomputer nicht interessant wäre, was wäre ansonsten aus deiner Meinung heraus interessant in diese Richtung? Gibt es vielleicht schon ein ähnliches Projekt in Richtung Quantencomputing auf europäischer Ebene? Gut, dann machen wir doch den Quantencomputer-Kontext mal als einen. Also es gibt eine Reihe von Entwicklungen im Quantencomputerumfeld auf den verschiedenen Ebenen. Es gibt ganz unten sozusagen in der Physik, wie erzeuge ich überhaupt Qubits, verschiedenste Ansätze. Ihr wisst alle, dass die meisten jetzt noch darauf beruhen, dass man Richtung 0,1 Grad Kelvin geht, also kurz vor dem absoluten Nullpunkt. Das ist echt kalt und mühselig, weil man muss ja da oben irgendeine Elektronik angeschlossen kriegen und muss aus diesen fast 0 Kelvin da rauskommen. Da fließen Elektronen auch nicht mehr so richtig cool. Also man muss Übergänge schaffen, um da rauszukommen. Also ist es hochattraktiv, nach anderen, wärmeren Methoden zu suchen, überhaupt solche Qubits zu erzeugen. Das zweite große Thema ist, man braucht ziemlich viele von diesen Qubits, mehrere tausend, weil man eine recht hohe Fehlerquote hat. Man muss die Fehler rausrechnen können, die in Kohärenz sind. Das heißt, die ineinander verschränkt sind. So, wir haben es, glaube ich, bisher geschafft, mal 50 zuverlässige Qubits oder 53 zu schaffen. Damit wir sinnvolle Anwendungen machen können mit Quantencomputern, brauchen wir 2, 3, 4, 5, 6, 10.000. Also wir sind noch ganz schön weit weg davon, das zu erreichen. Und es gibt auch Physiker, den C, der leider früh verstorben ist, der gesagt hat, das geht gar nicht. Also es kann auch durchaus sein. Nun ist es so, dass Ingenieure manchmal nicht wissen, dass was nicht geht und dann machen sie es trotzdem. Ne? Das hoffe ich, dass das hier auch der Fall ist. Also ich finde das diesen Prozess sehr spannend, aber es kann durchaus so ausgehen, dass am Ende Quantencomputer, so wie wir sie uns im Augenblick vorstellen, gar nicht funktionieren. Auch es gibt natürlich viele Thesen, was man mit Quantencomputern machen kann. Wir haben nicht so viele Algorithmen. Nun gerade das ganze Kryptografie-Thema der Primzahlenzerlegung, dafür haben wir einen Algorithmus und sonst haben wir eigentlich fast keinen, der sinnvoll ist, der irgendwelche sinnvolle Arbeitsleistung macht. Die von Google ausgerufene Quantum Supremacy, das war quasi ein handgehäkelter Algorithmus, der etwas erzeugt, was, naja,
nicht so besonders aufregend ist, nur kann man es eben auf einem Quantencomputer ungleich schneller rechnen als auf einem klassischen Digitalcomputer. Aber wir müssen erstmal eine ausreichende Anzahl von nützlichen Algorithmen entdecken, die wir auf Quantencomputern rechnen können. Dann müssen wir Quantencomputer bauen mit genügend Qubits. Das ist noch eine ordentliche Strecke. Sollten wir da mitmachen, sollten wir da mitforschen? Unbedingt. Weil häufig ist es ja so, dass man versucht, irgendein Ziel zu erreichen, aber ganz andere Dinge da unterwegs entwickelt. Die ganze Quantentechnologie war ja auch Teil der Frage, ist super spannend, ja nicht nur für den Quantencomputerbereich, sondern es gibt eine ganze Reihe von Sensorik-Themen, die auf Quantenphysik beruhen, die unglaubliche Dinge produzieren. Man hat es mit Quanteneffekten sowieso zu tun, wenn wir in Sachen Chip-Miniaturisierung gehen, kriegen wir Quanteneffekte, ob wir wollen oder nicht, aber wir können eben mit der Miniaturisierung auch Sensoren bauen, die es so noch nicht gegeben hat, die Unglaubliches leisten. Also ja, unbedingt in diese Richtung weiterforschen. Wer eine Sprint an einem Gründerteam für einen Full-Stack-Quantencomputer interessiert, natürlich. Der Prozess ist ganz einfach. Mail an projects@sprint.org. Wir kennen die gesamte Quantencomputer-Szene in Deutschland und Europa. Wir haben Leute, die sich damit mit nichts anderem beschäftigen, sowohl in den wissenschaftlichen Instituten als auch die privatwirtschaftlichen, die wenigen, die es gibt. IQM, das ist eine finnisch-deutsche Firma, ist mal ein Beispiel. Aber es gibt eben am Forschungszentrum Jülich, im DLR in Ulm, in Hannover gibt es, in Dresden, es gibt eine Reihe, in Leipzig, es gibt eine Reihe von inneruniversitären oder Institutsbemühungen, um Quantencomputer weiterzuentwickeln, entweder auf der physikalischen Ebene oder weiter oben. Wir beschäftigen uns auch sehr viel mit dem Thema der Software, die da oben drauf gehört. Denn sobald man in alternative Computerarchitekturen geht, braucht man andere Entwicklungssoftware. Man muss auch komplett anders denken. Also jeder von euch, der sich schon mal mit FPGAs beschäftigt hat, wo man ja Digitalchips baut, ne, hat man eine Beschreibungssprache, die den Chip konfiguriert. Da muss man erstmal so einen Knack in seiner Birne kriegen, wenn man ein klassischer Programmierer ist, weil das ist einfach anders. Und das nochmal eine Zehnerpotenz schwieriger, muss man sich bei Analogcomputern, Quantencomputern vorstellen. Quantencomputer sind 100-mal komplizierter, da überhaupt Algorithmen zu finden. Analogcomputer sind einfach anders. Ziemlich cool, wenn man sich damit beschäftigt. Ich kann es sehr empfehlen, wenn es euch interessiert. Gebt mal Analogcomputer Bernd Uhlmann ein oder einfach nur Analogcomputer Museum, dann findet ihr den Bernd. Der Bernd ist einer dieser Hypos, die wir fördern, der diesen Analogchip bauen soll. Dann könnt ihr erkennen, was da noch auf uns zukommt. Also her mit einfach E-Mail schicken mit Unterlagen, die uns erklären, was ihr da vorhabt. Und dann schauen wir uns das sehr, sehr gerne an. Die Bundesregierung wird hat vor, ob sie das dann am Ende tut, werden wir sehen, in den nächsten Jahren 2 Milliarden Euro extra in die Forschung und Entwicklung der Quantencomputertechnologie zu stecken. Das heißt, jenseits der Sprint, wir haben so roundabout 100 Millionen im Jahr zur Verfügung, jenseits der Sprint wird es dann noch viel mehr Geld geben, was in diese Technologie mit reinfließt. Das war so der Quantencomputer-Kontext, Rico, dann übergebe ich wieder an dich. Okay, wir haben eine weitere Frage. Also du scheinst von Quantencomputern sehr begeistert zu sein. Also das merkt man, wenn man dich sprechen hört. Aber wir haben eine weitere Frage von Rolf Michels. Wird Open Risk auch betrachtet im Rahmen von digitaler Souveränität und Innovation? Ist das wahrscheinlich sogar näher als das ganze Quantenthema? Ja, also näher im Sinne von funktioniert ja jetzt schon eigentlich, ne? Also RISC-V und Co. Hat natürlich sehr viel Vorschub bekommen. Übrigens gar nicht mal hauptsächlich in Europa, sondern hauptsächlich in China, weil ja ein gewisser amerikanischer Präsident einige Technologien den Chinesen nicht mehr zur Verfügung stellt, die dringend notwendig sind fürs Chip-Design. Das ist vor allen Dingen die Chip-Design-Software, die liegt. Da gibt es zwei Firmen, die sind beide in den USA. Wenn man die Software nicht hat, baust du keinen Chip mit 16 Milliarden Transistoren, ganz einfach. So, und noch einige andere Technologien rundherum. Wenn man die nicht hat, dann kann man nicht selber souveränen Chip bauen. Deswegen haben die Chinesen sehr viel Energie in die Weiterentwicklung von RISC-V gesteckt. Es gibt natürlich auch noch andere digitale Prozessorarchitekturen, die entwickelt werden. Und ja, ich habe es eben erwähnt, Open-Source-Hardware ist notwendig zur Herstellung der digitalen Souveränität. Also schauen wir uns das auch an. Wir haben noch kein, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir haben noch kein RISC-V oder Open-RISC-Projekt bekommen, wo wir sagen, das ist jetzt für uns in sich so geschlossen und förderfähig, aber wir finden das Thema natürlich super gut. Also das wäre ja ein Traum, wenn wir mal ein End-to-End-Device hätten, die ausschließlich aus offenen Komponenten besteht. Also selbst wenn wir heute versuchen, Single-Board-Computer zu bauen, sind wir ja noch nicht mal in der Lage, das ohne proprietäres IP zu machen. Das ist schon sehr traurig und ich glaube, eine der Hauptaufgaben
die Souveränität herzustellen. Wie gesagt, ich habe eben gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sinnvoll ist, für uns quasi hinter den digitalen von Neumann-Maschinen-Chip-Entwicklungen, 5-Nanometer TSMC-Prozess, Apple M1-Prozess herzurennen. Ich glaube, man muss, wenn man neu ist sozusagen in dem Spiel, muss man nach anderen Regeln spielen. Also wenn man gegen Bayern München antreten möchte, wäre es echt blöd, wenn man das im Fußball macht, ne? Weil da hat man eine große Chance zu verlieren. Die üben halt schon ein bisschen länger. Ne? Das heißt, wenn man dann die Vereinsmannschaft der Open Source Business Alliance ist, dann sollte man vielleicht sagen, okay, wir spielen mit Tischtennisbällen und jeder kriegt einen, weiß ich nicht was, Baseballschläger oder so und wir machen es ganz anders. Die Tore sind nur 2 Zentimeter groß. Ob man da drin gut ist oder nicht, ist es einmal dahingestellt, aber zumindest sind die Bayern da auch nicht gut drin. Dann hat man das schon mal irgendwie das Playing Field ausgeglichen. Ich glaube, dass Open Source natürlich eine disruptive Kraft hat. Das heißt, wenn man jetzt sagen, wir lenken jetzt diese ganze Crowd Intelligence auf ein Chip-Design, kann man das vielleicht trotzdem aufholen und man sollte das auch unbedingt versuchen, denn ohne Digitalcomputer kommen wir auch nicht klar. Aber ich glaube, wir können wahrscheinlich am Ende Hybridsysteme bauen mit einem Open-RISC-basierten Chip für das Digitale sozusagen drin und vielleicht mit diversen Analog-Chips drin und Spiking Neuron und hast du nicht gesehen, die alles an die Wand rechnen, was es gibt, aber eben nicht end-to-end im Nachbau einer Digital-CPU. Okay, letzte Frage in Richtung Quantencomputer. Gibt es aus deiner Sicht einen Sinn oder Vorteil, um analoge PCs mit Quantencomputer zu verbinden? Ja. Also erstmal jeder Quantencomputer wird ganz maßgebliche analoge Bestandteile haben. Und wir können wahrscheinlich vieles von dem, was man heute glaubt, nur mit einem Quantencomputer erreichen zu können, auf dem Weg dahin mit analogen Computern erreichen. Das heißt, ich glaube, dass ein Analogcomputer eine gute Evolutionsstufe sein kann, weil wie gesagt, ich rechne nicht damit, dass wir in den nächsten 10 Jahren einen voll funktionierenden, nützlichen Quantencomputer haben werden. Aber in 2, 3 Jahren werden wir einen voll funktionierenden, nützlichen Analogcomputer haben, den wir auf dem Chip geballert haben, der manche Dinge 10.000 Mal schneller und bei einem 10.000stel des Energiebedarfs rechnen kann. So, und vieles, was wir da lernen, werden wir dann auch auf den Quantencomputer übertragen können. Die ganze Softwareplattform, Entwicklungsplattform, die wir dafür entwickeln, da wird es viel Austausch geben, aber auch viel von der Hardware, die wir machen. Ein Quantencomputer wird auch immer ein Hybridcomputer sein. Wahrscheinlich Hybridcomputer eben aus der eigentlichen Quantenmimik unten drunter, einem Analogsystem und einem Digitalsystem oben drüber. So wie ein Analogcomputer auch immer ein Hybrid sein wird aus einem Analogsystem und einem Digitalsystem darüber. Das heißt, das, was wir da machen, sind im Grunde Puzzlesteine des gesamten Komplexes. Und falls am Ende rauskommt, dass wir doch nicht genug Qubits verschränkt kriegen, um nützlich zu werden, dann haben wir wenigstens eine ganze Menge Zeug entwickelt unterwegs, was extrem nützlich ist und weil es Quantensprünge in der Technologie ermöglicht. Okay, jetzt mal ein Stück wieder zu den Digitalisierungswerten. Eine Frage von Stefan Röker. Die europäischen Werte in die Digitalisierung einfließen zu lassen, finde ich klasse. Allerdings brauchen Werte den Diskurs und der kostet Zeit. Wie schaffen wir es trotzdem, mit der Geschwindigkeit der Amerikaner und Asiaten mitzuhalten, die sich nur am Rande mit diesen Werten auseinandersetzen? Die Werte sind Produktbestandteil, sind ein Feature, wenn wir sie in die Produkte reinbauen. Wenn sich die Chinesen und Amerikaner nicht mit diesen Werten auseinandersetzen, dann werden ihren Produkten Features fehlen. Und das wird sich dadurch ausdrücken, dass Leute die Produkte nicht akzeptieren. Das wird sich dadurch ausdrücken, dass es Gesetze gibt, die den Einsatz dieser Produkte verbieten. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir mal konsequent wären, dann können wir eigentlich keine Cloud-Produkte aus den USA und China einsetzen. Traut sich nur keiner, das zu sagen. Das ist so ein bisschen wie des Kaisers neue Kleider, weil das natürlich einem Handelskrieg gleich käme. Aber sie achten unsere DSVGO nicht, können sie auch gar nicht, wegen Cloud Act und Co. Und bei China fragt man ja gar nicht. Wir tun es trotzdem, ne? weil wir das Problem ignorieren, weil wir noch nicht ausreichend robusten Ersatz für diese Lösungen haben. Und zum anderen, weil es natürlich rumlobbyiert wird, bis der Arzt kommt. Und selbst wenn Max Schrems vor dem Europäischen Gerichtshof zum zweiten Mal einen Sieg erringt, tun wir es immer noch nicht. Ne? Das heißt, wenn wir das mal konsequent umsetzen, wird auch eine Gesetzesgebung dafür sorgen, dass Produkte, die diese Werte nicht drin haben, zumindest nicht unbedingt alle, aber viele von diesen Werten nicht drin haben, dass diese Produkte hier auch gar nicht mehr benutzbar sind. Sein dürfen. Ich hoffe aber vielmehr, dass wir das einfach mit unserem Portemonnaie entscheiden. Ich meine, die Einkaufspower des Bundes und der Länder und der Kommunen alleine und das jetzt auf europäischer Ebene
daraus können wir ganz, ganz viele Red Hats und SUSEs bauen. Also ganz viele, ne, weil das echt viel Geld ist. Und wenn allein die entscheiden, wir kaufen nur souveräne Systeme, die offen foderiert und genehmigungsfrei sein müssen, end-to-end, zertifiziert, Haken dran, dann kaufen wir das. Da wird so viel Geld in diesen Markt fließen, dass es unglaublich attraktiv wird, solche Produkte zu bauen. Dann glaube ich auch, dass dann Amerikaner und Chinesen eher angehalten sind, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also sehe ich es eigentlich eher als Vorteil, auch wenn mir klar ist, dass der Diskurs Zeit braucht. Ich meine, jeder, der Produkte entwickelt und einen Produktdesign-Diskurs gemacht hat, weiß, dass man sich vielleicht auch besser da Zeit lässt, um gute Produkte zu bauen. Okay, da stehen uns ja rosige Zeiten als Open-Source-Unternehmen in der Zukunft vor Augen. Das ist hervorragend. Wir haben noch gute 5 Minuten, bevor wir dann in die Pause gehen. Deswegen noch 2 Fragen. Eine von Lars Maus-Dibré: Wie passt Open Data als der neue Quellcode für künstliche Intelligenz in dieses Open-Source-Konzept? Also Open Data ist eigentlich grundlegend erstmal was ganz anderes natürlich, ne? Aber geht in dieselbe Richtung. Viel Software lebt von den Daten oder ist relativ nutzlos, wenn es keine Daten gibt. Ja, das ist auch so ein selbstverstärkendes System natürlich, was den augenblicklichen Monopolisten in die Hände spielt, ne, die natürlich durch den Netzwerkeffekt verstärkt immer mehr Daten haben und diese Daten dann immer mehr dazu einsetzen können, bessere Produkte zu machen. So diesen Kreislauf müssen wir ja genauso durchstoßen und für unseren europäischen Weg der Digitalisierung auch ausreichend Daten zur Verfügung stellen. Das ist mal das eine. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, was denn eigentlich unsere Datenökonomie ist, unter Berücksichtigung der europäischen Werte. So, da werden auch Datenstrategien geschrieben, sowohl von der Bundesregierung als auch von der EU. Also wen das interessiert, der findet da Einschlägiges im Internet. Und wir als Open Source Community, denke ich, müssen das begleiten, weil natürlich auch dort noch relativ viel Naivität herrscht oder Unwissen schlicht und ergreifend, was Daten eigentlich sind, ne, und wie Datenverarbeitung eigentlich geht und wie man Datenökonomien bauen kann und wie Anonymisierung funktioniert und nicht funktioniert. Warum Verschlüsselung keine Hintertüren haben darf. Ich meine, die Diskussion poppt ja immer wieder hoch wie Herpes irgendwie, ne? Und trotzdem müssen wir uns jedes Mal damit beschäftigen und aufklären. Ich glaube, da gibt es viel zu tun. Beide gehören zusammen. Also Open Data und Open Source gehören zusammen, so wie Open Source und Open Hardware zusammengehören. Wir müssen uns mit diesen 3 Komplexen gleichzeitig beschäftigen. Okay, danke dir. Letzte Frage. Gibt es schon ein konkretes Projekt bezüglich dem Bau eines Quantencomputers in der EU, das konkurrenzfähig wäre mit Rigetti, D-Wave und Co.? Ja, definiere konkurrenzfähig. Also auch von den genannten Namen hier hat noch keiner einen wirklich nützlichen Quantencomputer gebaut. Wenn man sagt, der Maßstab ist, wie viele kohärente Qubits man hat, gibt es keinen in Europa, der so weit kommt. Ja, sondern hier reden wir eher über Quantencomputer mit vielleicht 8 oder 10 Qubits, die da jetzt kommen werden, als mit 53 oder 54 oder so, wie das bei den genannten hier angeblich der Fall ist. Ganz so klar ist die Sache ja nicht. Also ich kenne einige, die sich mit diesen Rechnern auseinandergesetzt haben, die sich so ein Ding gekauft haben und damit rumspielen, also Begeisterungsstürme habe ich da nicht gehört. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass da noch gar nichts entschieden ist, dass man hier mutig Wege beschreiten sollte, die eigene Sache zu machen. Also Platz ist da genug. Okay, wir haben doch noch eine letzte Frage reinbekommen, weil doch die Mehrheit der Fragen in Richtung Quantencomputer ging, was scheinbar ein sehr, sehr spannendes Thema für viele ist. Aber, und ich glaube, die Frage ist berechtigt, was sind andere Bereiche, wo Sprint Bedarf sieht? Gut, ich habe das ganze Thema europäische digitale Souveränität mit Hardware, Software genannt, ne, den ganzen Stack bis hin zu den Industrieplattformen hoch. Das ist das große IT-Thema. IT ist aber nur vielleicht ein Drittel der Themen, mit denen wir uns überhaupt beschäftigen in der Sprint. Wir sehen sehr viele Themen rund um Umwelttechnik und Energieerzeugung, also nachhaltige Energieerzeugung. Wir haben auch ein Projekt bereits gefördert, welches sich mit der Entfernung von Mikroplastik aus dem Wasser beschäftigt, was ja eine der großen Umweltplagen ist, mit denen die wir uns geschaffen haben. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass die Umweltplagen, die wir mit Technologie schaffen, nur mit besserer Technologie lösbar sind. Verzicht wird nicht funktionieren.
Wir können es eigentlich nur out-innovaten sozusagen oder weg-innovieren, das Problem, uns besser machen. Diese Technologie, die wir dort für Mikroplastik entwickeln, die stellt sich gerade als sehr universell heraus. Wir werden damit noch viel, viel mehr Dinge tun. Das erste Projekt, das wir groß fördern, ist eine Hochwindkraftanlage. Die Windräder sind konstruktionsbedingt nur bis zu einer gewissen Höhe sinnvoll baubar und können auch nur bis zu gewissen Windstärken laufen, weswegen sie recht teuer und ineffizient sind. Wir haben einen genialen, übrigens 90-jährigen Konstrukteur gefunden, oder besser gesagt hat der uns gefunden, der ein paar Konstruktionsprinzipien ändert und somit wesentlich höhere Windräder wesentlich günstiger ermöglicht, sodass die Erzeugung von Windstrom auch kommerziell plötzlich sinnvoll wird, ohne dass man dann auch irgendwas subventionieren oder fördern muss, was dieser Technologie dann hoffentlich zum Durchbruch verhilft. Das heißt, Großanlagen, Umwelttechnik, Energieerzeugung ist auch irgendwie so ein deutsches Thema. Das können wir auch gut. Und ich glaube, wir meinen es auch ernst mit dem Umweltschutz und der Nachhaltigkeit. Ich glaube, das passt gut zu uns und transportiert auch wieder unsere europäischen Werte, dass wir unsere Erde nicht zerstören, während wir trotzdem unser Leben für uns und für alle anderen verbessern. Das halte ich für eine ziemlich gute Mission. Dritte große Thema ist natürlich das ganze Thema Gesundheit und die Geißeln der Menschheit sozusagen. Wir Menschen werden Gott sei Dank viel älter, als wir das noch vor 100 Jahren wurden. Das führt aber zu Krankheitsbildern, die auch nicht besonders schön sind. Diese auszurotten oder zu helfen, diese auszurotten, ist sicherlich auch eine Aufgabe, die unseren humanistischen Grundwerten sehr entspricht und für uns alle und für manche akuter notwendig wird, dass wir uns da mal mit beschäftigen. Das sind so die drei großen Komplexe. Wir haben auch hier und da soziale Innovationen. Die sind meist leider nur sehr schwierig umsetzbar. Also geniales, neues, einfaches Steuersystem finden wir, glaube ich, alle gut. Problem ist, das ist ein politischer Prozess, den man braucht, um das umzusetzen. Und das ist nicht Aufgabe der Sprint. Da können wir nur sagen, okay, wir versuchen mal einen Termin beim Finanzminister zu kriegen oder bei der Fraktion oder whatever, dass wir das mal vorstellen können, die dann in der Umsetzung hoffentlich politisch begleitet dann auch wirklich passieren. Anderes Riesenthema ist Bildung. Natürlich fängt jede Sprunginnovation mit der Bildung an, ne? Mit der Ausbildung der Menschen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch gesehen in Sachen Digitalisierung. Es gibt noch tausend Sachen, die wir machen müssen. Das versuchen wir zu facilitieren. Es gibt kein Sprunginnovationsprojekt, was sich direkt mit Bildung beschäftigt, sondern es gibt ein Programm Bildung, wo wir versuchen, mit der Sichtbarkeit, die wir haben, mit dem Zugang, den wir haben, Innovatoren an die Stellen zu bringen, wo wir dann vielleicht auch was umgesetzt bekommen. Das ist so, ich sag mal, schnell gesprochen der Kontext, in dem sich die Sprint bewegt. Ich habe heute viel über Digitalisierung geredet. Das liegt einfach hier am Publikum. Aber ihr werdet sehen, wenn ihr auf die Webseite geht, ihr seht ja ein paar unserer Projekte dort, dass es nicht keineswegs ausschließlich um die Digitalisierung geht. Okay, Raphael, vielen, vielen Dank für den sehr, sehr spannenden Vortrag, für die super spannende Keynote. Es ist immer wieder sehr schön, dir zuzuhören und deinen Enthusiasmus auch aufzusaugen.